Das ist doch ein Schalter, oder? Also, ich weiß, wie ein Schalter aussieht. Und das sieht einer, oh, sieht aus wie einer. Und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zurück bei. Naja, was heißt willkommen zurück? Willkommen beim Start der nächsten Amnesia Custom Story Mystery Chapter 3. Ich habe zwar am Schluss von Limo gesagt, es würde dann Eep kommen, aber was ich genauso gut mal erwähnt habe, ist, dass ich mir ein neues Mikrofon zulegen möchte. Das bekomme ich voraussichtlich Anfang Juni und ich dachte mir, bis dahin warte ich noch. Ist dann ein bisschen besser. Und außerdem hat sich eine meiner Zuschauerinnen wieder mal ein bisschen Amnesia gewünscht. Und diese Custom Story in dieser Reihe hatte ich noch offen, deshalb wollte ich das halt jetzt beenden. Also, wollen wir nicht mal lange reden, sondern starten wir gleich mal sehen. Nicht, dass wir gleich wieder erschreckt werden. Es ist lang her, und dass ich Amnesia gespielt habe, aber irgendwie spiele ich Amnesia doch lieber als zum Beispiel jetzt Land oder so, weil da habe ich halt eben noch die Möglichkeit zu fliehen. Ich kann mich verstecken. Wow. Da kommen hier mal ein paar Baum hier und da habe ich doch was im Schrank gesehen. Hallo, versteckt sich da einer? Hallo? 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 Ja, ich kann den Schrank nicht öffnen. Verdammt nochmal, ist was hier. Wow, habe ich einen großen Schrank. Ich habe zwei große Schränke. Ich habe hier wohl im Jackpot gewonnen. Nächste drinne. Da was drin. Nein. Aber in der dritten ist auch wieder nix. Habe ich mich ja gut hier versorgt. Hier, wenn hier mal die Hungersnot ausspricht, dann habe ich hier ja. Ich habe Töpfe. In denen ist doch was drin. Machen wir es mal wie in Zelda. Next drin. Vielleicht ist da ein Whoopi drin. Komm schon. Käppisch. Auch für nix. Nur Staub. Aha, da haben wir ja was. Oh, unsere Laterne. Wir haben Schlüssel. Maschinenraumschlüssel. Das heißt bei mir immer so. Keine Ahnung warum. Ist mir auch Schnuppe. Jede Tür ist ein Maschinenraum in dieser großen Welt. Gut, also Danum haben wir. Wir haben eine kleine goldene Statue. Stefano, Moment, ich kann dich. Oh, die Türen wippen. Sie ist genau gegenüber der Tür. Oh, da haben wir nochmal was. Haben wir da was? Kann ich das Buch nehmen? Nein, ist auch gar nichts drin. Alles klar. Gut, was stand der Text? You, I need to remember. Was muss ich, woran muss ich mich erinnern? An den Geburtstag meiner Oma? Ah ja, dafür ist der Schlüssel. What the hell? Hallo? Also. Also. Du wolltest mich erschrecken hier. Hallo? What the hell? Da habe ich einen süßen kleinen Hintern gesehen. Aber er war schüchtern. Ist gleich wieder abgehauen. Ja gut, ja gut. Hey, Witzka, die Jumpscares lassen nicht auf sich warten. Ich rette mich auf den Tisch. Checke die Lage. Ganz schön dunkel hier drin. Zum Glück habe ich eine Laterne. Da ist eine offene Tür. Da schaue ich mal nach. Bitte? Nicht töten? Oh, Fässer. Hallo? Jemand da? Ja, ich brauche nur den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel, den nehme ich mir und dann gehe ich auch wieder. Yeah. Ihr miesen kleinen Dinger, ja. Wollt ihr den Schlüssel von mir verheimlichen? Kein Schlüssel ist von mir sicher, an dem großen Show. Ich bin der Schlüsselmeister. Es ist zu ruhig hier. Verdammt nochmal, zu ruhig. Okay, erstmal schauen. Links, rechts, wieder links. Alles frei. Ein schreitender Tisch. Oh, da hat jemand Kino geschaut. Deckenkino. Das wollte ich mir auch das. Oh, viele Hocker. Kisten. So. Kleine Kisten. Alles klar. Ich habe eine Kiste. Okay. Alles Mann. Rührt euch nicht. Ich habe eine Kiste. Ich warne euch. Hier geht's ja gar nicht weiter. Moment, da vorne war doch nicht. Dort vorne war die Tür. Gut. Wobei. Lief denn was Schönes? Das große Nichts. Spannender Film. Den würde ich ihm 7 von 10 Sternen geben. Ja, da war die Tür. Und weil wir mal höflich sind, machen wir hier die Türe zu. Machen diese auf. So. Hallo. Oh, Backe. Das will mir nicht gefallen.
Hallo. Hallo. Oh, da liegt ein Schwein. Ein Schwein auf der faulen Haut. Das wecken wir mal. Hallo, du. Ja, du Schwein. Was ist denn los hier? Was ist denn los? Oh, ich schwebe auf einmal. Oh. Du bist das Speiderschwein. Los, häng dich dran. Nein? Oh. Dann bist du halt ein fliegendes Schwein. Geh mir aus den Augen. Öffne die Türe. Oder lehn dich an die Wand. Geh halt durch die Wand. Wie es dir beliebt. Auf den Tisch. Oh. Tische sind immer gut, da kommen die Mund. Schränke. Na du? Du willst wohl zuschauen, während ich mich hier erschrecke, was? Oh, ein Durchgang. Mit ganz viel Blut. Gut. Alles klar. Nix drin. Störe ich jemanden? Ich hoffe nicht. Alles klar. Das ist mein Geheuer. Heidewitzka. What the hell? Öffnet die Tür, öffnet die Tür, öffnet die Tür. Oh. Oh. Oh, zwei von eurer Sorte. Moment. Ja. Ich kann sonst nicht unterscheiden. Oh, du warst beim Friseur, oder? Neue Frisur. Oh, guck mal da. Moment, kriege ich das hin? Mal sehen, ich probiere mal. Mal sehen, warte, wie drehe ich das? Na, was, wo, aus welchem Film ist die Szene? Ja, ihr habt recht, Spider-Man 2. Richtig geraten. Alles klar, der Schlüssel ist mein. Was dagegen? Was dagegen? War es euer Schlüssel in euer Liebesnest hier? Bin ich hier ganz. Ja, wie sagt man denn? Helf mir auf die Sprünge. Helf mir auf die. Schau mich doch gefälligst an, wenn ich mit dir rede. Ach. Ich kann ihn dir lesen wie an einem offenen Buch. Du hast Brokkoli gegessen, oder? Bäh. Ja, das geht bei einem mir auch immer durch und durch. Okay. Niemand folgt mir. Niemand folgt mir. Ich bin auf geheimer Mission. Dieser Gegenstand kann nicht verwendet werden. Oh la la. Wer wartet denn da auf uns? Na, darf ich mich vielleicht zu dir gesellen? Schön, dass du mir so viele Sachen gegeben hast. Wir haben Öl, wir haben Laudanum. Wofür brauche ich den Schlüssel? Passiert da irgendwas? Passiert was, wenn ich da die wackelnde Flasche aufhebe? Kann das sein? Ist das der Auslöser von allem Übel? Ihr wisst ja, die zitternde Flasche, die ist ein böses Omen. Nein, das darf uns hier nicht gezeigt werden. Das ist ein kinderfreundlicher Kanal, musst du wissen. Genau, ja genau, hier die Laterne vor deinem Schnelwutz. Er spart uns den Hausmann im Keller. Gut, jetzt habe ich einen Schlüssel. Und für wo? Wo geht's denn weiter? Ich habe keine Tür gesehen. Oder war das echt euer Schlüssel für euer Liebesnest hier, hä? Ihr kleinen Turteltauben, habt ihr frisch geheiratet? Hä? Love is in the air. Love is in the air. War hier eine Tür? Ach, da, nee, von da kam ich. Wo geht's denn hier weiter? Na, Schweinebacke, wie geht's denn so? Weißt du, wo es weitergeht? Ah, da geht's weiter. Okay. Türe schließen? Eine alte Gewohnheit von mir. Da ist die Tür zu. Oh, eine Durchgangstür. Der nächste Abschnitt. Wir haben den Abschnitt geschafft. Also, da erstmal schauen, ob was in den Schubladen ist. Ich schaue gerne in den fremden Schubladen nach. Da findet man immer schöne Sachen. Ja, außer nicht in diesen. Die könnten auch mal wieder einkaufen. Nix im Haus hier drin. I need to remember. What do I need to remember? I don't remember it. Oh. Was haben wir denn da? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Oh. Ich traue dem Ort nicht. Es ist einfach viel zu still hier. Entweder sind komische Geräusche da oder es sind keine Geräusche. Das mag ich nicht. Ich brauche irgendwas. Genauso wie wenn ich. Oh. Hallo? Au, Backe. Au, Backe.
habe ein ganz schlechtes Gefühl, Leute. Ganz schlecht. Oh Mann, mein Owl ist gleich. Ah, na. Doch, alles gut, alles gut. Wir werden nicht im Finsteren enden. Okay, jetzt zwei Türen. Welche nehme ich? Die geht auf. Da haben wir ein Lager. Gut. Und küssen meine liebsten Freunde. Los. Spendet mir ein bisschen Trost. Versteckt ihr hier was? Na, na, versteckt ihr hier was? Na? Ein Schalter. Ein Schalter habt ihr hier versteckt. Ihr miesen Kleinen hier. Das ist doch ein Schalter, oder? Also, ich weiß, wie ein Schalter aussieht. Und das sieht einer, sieht aus wie einer. Okay, gut, mal die Tür barrikadieren. Nicht, dass wir einen ich kann heute nicht reden, ich bin so aufgeregt. Und nun ungebetenen Gast bekommen. Ich komme nicht an den Schalter dran. Da muss ich eine Kiste dagegen hauen. Hä? Nee. Hä? Was? Die Kiste ist durch mich durch. Hat sich komisch angefühlt. Komisch. Ich kann den Knopf nicht drücken. Ich weiß aus einer Custom Story, das ist ein Knopf. Also jetzt drück den Knopf, Daniel. Drück den Knopf. Wir müssen Fortschritt machen. Komm schon. Hallo? Daniel? Dann Daniel, bitte kommen, bitte kommen. Kannst du mich hören? Ja, du kannst mich hören. Kannst du den Knopf drücken? Was soll das hier heißen? Nee, willst du nicht? Gut, dann gehen wir erstmal raus, aber dafür müssen wir... Du hast hier schon wieder Unordnung gemacht, hier. Was, das war ich? Nee, vergiss es. Ich kann hören, was er sagt. Das ist Telepathie. Nichts mit Telefon, sondern über Gedankenströme. Wir sind wie eine Person. Oder ist es ein Glitch? Raus hier. Nicht alle auf einen und alle für einen, was? Kamera an. Gut, da geht's auch. Na, Backe? Na, wie geht's denn so? Na komm, tanzt mit mir. Ach, ey, der schlechte Arnie. Na komm doch. Setz dich hin. Setz dich hin und lass uns reden. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, weißt du was? Jetzt will ich dir mal was sagen. Du bist hässlich. Nur weil dir jemand deinen Arm abgehackt hat, musst du nicht allen anderen auch die Gliedmaßen abhacken. Du bist ein richtiges Schwein, weißt du? Was? Weißt du, was ich mache? Ich nehme jetzt mal Laudanum. Du hast mir ganz schön wehgetan hier. Ich blute wie Sau. Immer noch. Jetzt geht's mir gut. Alles klar. Du bist so ein guter Anblick. Und Tschüssikowski, mein Freund. Tschüssikowski, hab noch ein schönes Leben. Au, der Backe. Au, der Backe. Der... Wow, wow, Alexander, du nacktes Schwein. Was soll denn das? Das war Alexander, der alte, perverse Sack hier. Wow. Wow, das war ein tiefer Fall. Gut, jetzt ist die unheimliche Musik wieder da. Ich hab ja danach... Wow. Wir sind in einem alten Tempel. Wer bist du denn? Guten Abend. Ich bin der Gastgeber. Und wie heißt du? Ich habe keinen Namen. Ich bin der... Was ist das eine... PewDiePie. Ach so, PewDiePie. Von dem habe ich doch erzählt bei Pflanzen vs. Zombies, dass der mich zu Horrorspiele. Das ist eine Custom Story an ihn gerichtet. Und das ist Stefano. Der gute alte Stefano. Halleluja. Ich knie nieder vor dir. Du bist einer der Begleiter eines großen Let's Players. Ich bewundere ihn. Und ich bewundere dich. Kann ich dich heben? Ja, weil ich ein Meister bin. Danke, Stefano. Danke, dass du mir den Weg leitest. Ich muss dort weiter. Ich weiß es. Du leuchtest mir den Weg. Du bist das goldene Licht in meiner dunklen Nacht. PewDiePie, Profist to you, my friend. Ja, ich verbeug mich erstmal vor dir und dann lehne ich mich nach links und rechts, weil ich mich freue. Oh, Backe, das Öl ist alle. Da, nicht Laudanum. Es ist ziemlich finster hier. Gut, ein bisschen kann ich noch weitermachen und dann muss ich den Pfad wieder beenden. Hallo, jemand drin? Eine nette Eigentumswohnung. Ja, schöner Ausblick ins Freie. Einzimmerwohnung, hier hat man der Bonus, das Bett. Waschen kann man sich mit seinem eigenen Speichel, wie die Katzen, die müssen das auch so machen, die mögen keine Duschen. Ja, ist doch alles wunderbar. Ja, da haben wir noch eine. kalt, nur 50 Euro in der Stunde. Ist doch ein Schnäppchen, besonders für verliebte Hasen. Ein bisschen Structure Time hier. Sieht aus wie mich viele Verkerker, das ist überall. Okay, Tür, du bleibst ganz. Ah, danke, oh Backe.
Wie tief geht's denn hier rein? Wo sind? Au, oh, Backe. Monster. Monster ist der nicht der echte. Heute echte Monster hatten die nicht im Angebot. Da mussten sie die Fake Ones nehmen. Die muss man nur schief anschauen. Etwas so. Und schon fallen sie auseinander. Ganz schlechte Fabrikationen. Sind aus China gemacht. Nichts gegen die Chinesen. Aber irgendjemand musste ja machen. Eine Durchgangstür. Durch die gehe ich noch. Und dann hier heißt es wieder Schluss für den Part. Oh, Fässer. Aha. Wir spielen Donkey Kong. Das habe ich geübt. Ich hab's. Oh. Au, Backe. Ich drehe mich nicht um. Ich drehe mich nicht um. Nicht umdrehen bei Amnesia. Erste Regel. Ansonsten seid ihr am Schlawittchen dann abgehakt. Bäh. Bäh, ja. Könnte man einen Soundtrack draus machen. Puh, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Wir haben... sehr gut gebackene Äpfel. Meine lieben Damen und Herren, hier muss ich den Part leider wieder beenden. Ich weiß immer noch nicht, an woran ich mich erinnern muss. Ich muss mich erinnern, den Handwerker anzurufen. Das ist ja schlechte Verfassung, was wir hier sind. Ja gut, ich muss natürlich auch noch ein bisschen sparen. Schön gemütlich. Ich kusche mich mal in die Steine und dann bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin sagt ihr 93 Shuvo. I love the Nathaniel. Tschüss and goodbye.